Hallo Leute und willkommen zurück zu Holy Magic Century. Ja, es geht wieder weiter hier in dieser eisigen Grotte. Ja, dieses Mal bin ich jetzt wieder alleine unterwegs. Und wir haben auch im letzten Part hier schon einen Weg komplett erforscht. Das war hier der linke, da gab es nicht wirklich viel, außer einen Spirit. Aber den wollte ich trotzdem haben, damit wir weiter in unser Erde-Element weiterleveln können. Und jetzt können wir uns auf den richtigen Pfad begeben. Ist da schon gleich wieder ein weiterer Weg? Ach du Scheiße. Okay, jetzt können wir uns wohl entscheiden, ob wir weiter geradeaus gehen, was auch, glaube ich, der richtige Weg ist. Oder wir gucken uns einmal hier um. Ich glaube, das machen wir auch erstmal. Das kann auch sein, dass dort gleich eine Sackgasse ist. Aber besser das zu wissen, als jetzt da irgendwas Wichtiges auszulassen. Vielleicht ist da ja gleich noch ein Spirit, wer weiß. So, ja, jetzt können wir hier wieder frontmunter mit unserer Wassersäule agieren. Ist auch, glaube ich, weiterhin das Schlauste, wie gesagt, auch wenn die Gegner hier vom Element her, ja, meistens Wasser sind, sollte man trotzdem immer noch mit dem Element, was man jetzt natürlich am meisten geskillt hat, ja, weitermachen. Weil ihr merkt ja, dass es immer noch trotzdem richtig gut Schaden macht. Hier mit 73, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich denke, der sollte jetzt mit dem Stab down sein, genau. Jetzt bleibt auch nur noch ein Skorpion übrig. Den können wir dann, ja, gleich mit unseren Wassersäulen killen. Erstmal werde ich mich heilen. Wartet mal. Heilung, Heilung, Level 2. So. Ja, an 36 Schaden sollte er wohl nicht rankommen. Ja, okay, dann können wir ihn jetzt downhauen. Okay, verfehlen wir erstmal eine Runde. Ja, das ist ehrlich in diesem Spiel nicht wirklich gut gelöst. Also, das ist ehrlich so eine Stelle, die einen dann wirklich nach einer längeren Zeit irgendwie ankotzt. Weil man mit fast jeder zweiten oder dritten Fähigkeit irgendwie immer wieder verfehlt. Oder sie trifft einfach generell irgendwie nicht. Das ist manchmal irgendwie nicht so optimal jetzt gelöst, würde ich mal meinen. Aber das ist auch wirklich nur eines der kleinen Dinge, die ich an diesem Spiel auch wirklich zu bemängeln habe. Ja, scheiße. Jetzt müssen wir uns unbedingt wieder heilen gehen. Ja, man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad ist an der Stelle schon etwas gestiegen. Ja, wie gesagt, besonders weil die alle auch vom Element her Wasser sind, ist mein Schaden jetzt nicht mehr ganz so Bombe, weil hier, ja, eben nur Wassergegner auftauchen. Und an Feuergegnern würde ich ja zum Beispiel manchmal, ja, 150 machen und die mit einem Schlag weghauen. Aber das ist ja hier jetzt leider nicht mehr der Fall. Also müssen wir uns hier jetzt wohl übel durchbeißen. Aber das muss sein. Und kämpfen einfach so, ja, einfach, ja, hier ist eine Sackgasse. Okay, erstmal so viel dazu. Dann können wir uns jetzt auf den richtigen Weg begeben. Ja. Jetzt habe ich an der Stelle gerade den Faden verloren. Ist aber, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig. Ach so, ja, wir sollten auf jeden Fall nie die ganze Zeit den Kämpfen einfach nur entgehen. Also, wir brauchen schon das Erdelement. Das müssen wir versuchen, auch irgendwie auf 50 hochzustufen. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir eigentlich komplett gerüstet. Ein drittes Element braucht man nicht mehr. Zwei reichen vollkommen aus. Weil sonst hat man auch am Ende zu viele Upgrade-Zauber, die man dann erstmal alle irgendwie zwei, drei Runden einsetzen muss. Da kommt man gar nicht mehr richtig zum Kämpfen. Und die braucht man auch gar nicht. Also was man noch braucht, ist, wie gesagt, in Erde halt, wie gesagt, den Schutz. Den haben wir ja schon einmal, womit wir zum Beispiel die Abwehr erhöhen können. Und dann kommt später noch etwas richtig Schönes. Ja. Und wenn wir das haben, das sollte dann eigentlich auch zum größten Teil ausreichen. Also durchspielen kann man da das Spiel auf jeden Fall mit. So, ich habe jetzt gerade gesehen, da hinten war jetzt schon wieder so ein Stein, der uns auch so ein bisschen den Weg weisen soll. Daran kann man sich mal ganz gut orientieren, da weiß man wenigstens, dass man richtig ist. Also auf dem richtigen Pfad. So, hier benutze ich mal das Wanderwasser, weil ich hier jetzt ganz gut die eigentlich treffen kann. Weil die alle sehr schön in einer Reihe stehen. Ich versuche trotzdem mal ein bisschen weiter nah ranzugehen, damit ich nicht ganz so verschwenderisch bin. Vielleicht kann ich den vierten noch auch gleich mit einbeziehen, wenn ich da in die Mitte jetzt eine große Wassersäule mache. Oder ich werde einfach festgefroren, genau. Das kann man natürlich auch machen. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht?
Eigentlich wollte ich eine Eiswand machen, aber so ging es ja auch. Das hat ja auch zwei Gegner mit in den Tod gerissen. So, dann mache ich hier einmal eine Heilung. Ja, seht ihr, und schon ist der ganze Schaden wieder rausgehauen. Nur, ich kann mich nicht bewegen, das ist recht ungünstig. So, dann machen wir mal eine Eiswand. Hat nur leider verfehlt. Cool. Dann versuchen wir mal eine Drainagemagie. Vielleicht können wir dann wieder unser Mana auffüllen, aber das verfehlt ja wieder wie gewohnt. Das ist echt irgendwie komisch. So, aber immerhin, wenn es ja einmal trifft, ne, dann kann man sich gar nicht mehr beklagen. Dann hat man auf jeden Fall irgendwie wieder volle Mana hier, dass man wieder richtig schön Zauber einsetzen kann en masse. Also das mit der Drainagemagie finde ich zum Beispiel wiederum richtig geil gelöst. Sodass man nicht wirklich immer von, ja, sag ich mal, Items jetzt abhängig ist. Besonders, weil man die ja auch nicht richtig kaufen kann. Man kriegt ja nur manche immer mal geschenkt, wenn man da von einer Sorte gar nichts mehr übrig hat. So, die Steine sagen uns, hier links müssen wir lang. Wir gehen trotzdem einmal rechts. Oh, hier kommen aber auch viele Gegner immer, ne? Hier diese Krabbler mit ihren Glubschaugen. Ja, sehen irgendwie so ähnlich wie Raupen aus. Ist auf jeden Fall... Die Monster, wie gesagt, sind auf jeden Fall sehr schön abwechslungsreich. Also, da gibt es irgendwie keine, die einen so richtig auf die Nerven gehen oder die immer nur abgeändert wurden und dann immer wieder halt neu eingesetzt wurden und einfach nur... Ja, ihr kennt das ja, in manchen Spielen werden einfach nur Gegner umbenannt, die Farbe wird gewechselt und dann ist das Vieh auf einmal doppelt so stark wie der Vorgänger. Das gibt's ja auch manchmal, dass es dann, finde ich, in Ordnung, wenn man das einmal oder so macht. Aber es darf nicht laufend gehen. Weil sonst werden die Gegner einfach zu unabwechslungsreich. Dann ist immer irgendwie dasselbe. Aber so ist das schon in Ordnung. Wenn man so mal die ganzen Gegner zusammenzählt, die man hier bisher schon getroffen hat. Also da haben wir schon richtig viele verschiedene Kreaturen gesehen. Finde ich, ist schon sehr geil gemacht in dem Spiel hier. So. Die sollten auch Geschichte sein und ich glaube, da haben wir wieder eine weitere Sackgasse. Da scheint wohl auch nichts zu sein. Nö, noch nicht mal eine Truhe oder ein Spirit, gar nichts. Also, die wollen uns hier einfach wahrscheinlich nur in die Irre führen. Trotzdem werde ich da reingehen und mich umschauen. Weil es kann ja einfach mal überraschend doch auf einmal eines der beiden Dinge da sein, von denen ich eben gerade gesprochen habe. So, Skorpione, drei Stück wieder, hier, wollen uns wieder das Leben zur Hölle machen, schaffen sie aber natürlich wieder nicht, aber der Kampf wird trotzdem so seine paar Sekunden dauern. So, ich weiß nicht, das ist ja immer so ein Feuerangriff, ne, also wirklich viel Schaden macht der zum Beispiel nicht. Da merkt man, dass die Wasserattacken doch recht effektiver sind, hier zum Beispiel mit 20 Schaden, ist schon übel. Aber mit einer Wassersäule Level 3 können wir immer alle drei Gegner treffen und so ist das schon mal ganz geil gelöst. So, da haue ich hier auch nochmal eine Wassersäule hin, dann sollte der eigentlich auch gleich down sein. Ja, okay, dann halt nicht. Scheiße. Ja, da ist wohl eine Heilung fällig. Vielleicht gleich auch nochmal eine zweite, dann könnte man nochmal eine Drainagemagie machen, aber ist nicht gerade notwendig. Also sonst haue ich einfach mal mit dem Stock drauf. So, das hat auch schon ausgereicht. Manchmal muss man einfach brutal drauf losgehen. So, dann nochmal eine normale Heilung. Zack. Und wir sind wieder voll. Ja, das ist halt so der allergrößte Vorteil an Wasser. Und ich weiß nicht, wie man ohne diese Heilungsfähigkeit dieses Spiel abschließen soll. Ich weiß nicht. Irgendwie, dieses Wasserelement ist einfach ein Muss. Ich habe es auch mal versucht, als ich das Spiel einmal durchgespielt habe. Da habe ich dann nochmal einen neuen Spielstand angefangen, einfach so mal, um andere Elemente auszuprobieren. Und dann habe ich halt anstatt Wasser einfach mal alles in Feuer gesetzt. Und das sieht ungefähr genauso aus, als wenn man alles in alle Elemente verstreut reinskillt, weil man sich einfach nicht heilen kann. Der Schaden ist natürlich genauso wie bei Wasser. Wenn man da eine Fähigkeit macht, wo das effektiv ist, one-hittet man den Gegner. Und ansonsten braucht man immer so ein bis drei Stück oder so. Das ist ja eigentlich immer so die normale Anzahl, die man immer für Gegner braucht. Aber wie gesagt, man kann sich halt eben nicht heilen und das ist so eigentlich so das Allerwichtigste in solchen Rollenspielen, wo man halt eben eine bestimmte Lebensanzeige hat. Da braucht man einfach Heilung.
Und in vielen Spielen ist es dann ja so geregelt, dass man halt Items kaufen kann. Wie das geht aber hier ja in dem Spiel nicht. Von daher muss man, kann man manchmal nur, wenn man jetzt, sag ich mal, viel Items benutzt, nur höchstens so mit 2 oder vielleicht 3 maximal rumlaufen. Und das reicht zum Beispiel für so eine Höhle ja gar nicht aus. Wir brauchen ja, wenn wir manchmal aus so einem Kampf hier rauskommen, 2 Heilungszauber. Stellt euch mal vor, wir müssten da jetzt 2 Items benutzen. Dann hätten wir schon den ganzen Vorrat aufgebraucht. Und ich finde, das geht halt einfach nicht. So, wie soll man da denn durchkommen? Das ist schon dann wirklich, wenn man das Spiel auf einer sehr hohen Schwierigkeitsstufe spielen will. Dann, finde ich, bietet sich das an. Für die Leute, die richtig den Nervenkitzel brauchen. Wobei ich das hier schon schwierig genug finde. Auf Wasser. So, man kann natürlich auch 2 Elemente gleichzeitig hochleveln, aber 3 wäre schon, ja, sag ich mal, Fail. Weil das bringt es dann nicht mehr. Dann machen die Fähigkeiten einfach nicht mehr genug Schaden und man hat einfach zu viele, weiß gar nicht, womit man jetzt wirklich angreifen soll. Dann ist der Kampf irgendwie so, ja, die dauern dann auch einfach zu lange und man frisst einfach immer dauernd zu viel Schaden, wo man sich ja auch nicht richtig wehren kann. Also da ist das schon so, wie wir das jetzt so mit dem Skillen geregelt haben, eigentlich mit die optimalste Lösung. Ja, und ich würde es eigentlich auch gerne mal ausprobieren, irgendwann mal nur in Luft reinzugehen, mal nur in Erde und dann später Wasser nachzuziehen. Aber wie gesagt, da muss man richtig Lust drauf haben und da muss man einen hohen Schwierigkeitsgrad akzeptieren, sag ich mal. Also da muss man sich schon auf Frustration einstellen. So, ich kann mich mal hier im Kampf jetzt ein bisschen umschauen. Von hier sind wir ja gekommen. Rechts sehe ich, sind die beiden Steine, also wird es wohl da längs gehen. Aber da hinten ist ja auch noch was. Also schauen wir uns hier in diesem größeren Raum mal ein bisschen genauer um, gleich nach diesem Kampf. Vielleicht haben wir da ja irgendwas Schickes. Aber wo es längs geht, wissen wir ja jetzt auch schon mal. Das hat ja auch schon mal so seine Vorteile. Ja, das Problem an diesen Skorpionen ist, dass die ganze Zeit auch mit dieser Wassersäule agieren. Und das ist irgendwie fies. Das macht halt sehr schön viel Schaden. Und, ja, tut uns nicht gut. So, eigentlich was ich hier nur immer machen kann, ist jetzt hier mit einer Wassersäule Level 3 zu agieren. So, hier heile ich mich an der Stelle einmal nochmal kurz. Zack. Und jetzt sollten wir den irgendwie, ja, schon down kriegen, denke ich mal, mit normalen Attacken. Moment, da muss ich eine Wassersäule Level 2 nehmen, sonst trifft die nicht. Genau. Ja, dann kann er das aber trotzdem machen. Das ist voll fies, ey. So, sollen wir dich mal totprügeln mit dem Stab oder wie sieht's aus? Oder soll ich mal wieder eine Drainage-Magie versuchen? So, zack. Das ist zum Beispiel, das ist einfach geil, wirklich. Jetzt haben wir wieder genug Magiepunkte, um uns wieder vollständig voll heilen zu können. Tja, finde ich geil. Aber es braucht halt auch so wieder seine Zeit, immer wegzulaufen und pro Runde immer so eine Doppelheilung zu machen. Aber naja, ihr seht ja, zweimal heilen und dann sind wir schon wieder recht gut dabei. Und dann kann man auch schon wieder angreifen. Nur mit was? Ich denke mal hier wieder Wassersäule Level 2 oder so. Ich glaube, das tut es schon. Ja, den sind wir los. So, jetzt kann ich mich auch an der Stelle nochmal heilen. Genau. Ich glaube, hier gibt es auch gar keine Karte von, oder? Oh, da hinten geht das ja aber richtig weiter. Ich guck mal. 39% Erfahrung haben wir. Nein, es gibt keine Karte hier in diesen Höhlen. Gut, da haben wir den nächsten Punkt. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Das ist etwas, was ich auch hier zu kritisieren habe. Wirklich, weil hier kann man sich einfach sonst zu einfach verlaufen. Und außerdem weiß man auch gar nicht so genau, ja, wie weit denn jetzt noch der Weg ist. Weil die Höhle, also die habe ich schon so in Erinnerung, dass die wirklich sehr riesig ist. Es sei denn, man geht jetzt natürlich jeden Kampf aus dem Weg. Aber das wollen wir natürlich auch nicht machen. Wie gesagt, die EP brauchen wir. Wir brauchen das Erdelement auf der höchsten Stufe irgendwann. Naja gut, 40 würde am Ende wahrscheinlich auch ausreichen. Aber ich habe es lieber, wenn ich meine beiden Elemente auf 100% geskillt habe.
Dann können wir wenigstens mit einem vollen Schaden agieren, haben jede Fähigkeit und alles ist schön geupgradet. Ist dann schon mal recht geil. So, Heldentrank erhalten. Okay. Der ist, glaube ich, doch richtig gut, oder? Ja, MP 40 Heilung. Ja, der ist auf jeden Fall bei uns für Notfall. Nö, da laufe ich jetzt nicht nochmal zurück. Da auf die 4 habe ich jetzt keine Lust. Nein, danke. Der, besonders auf dem Weg haben wir ja jetzt schon x-mal gekämpft. Alter. Die lassen wohl jetzt hier nicht nach, ne? So. Ja, das Problem ist, wenn man auch die ganze Zeit flieht, dann dreht sich, glaube ich, die Kamera nicht in die Richtung, in die wir vorher geschaut haben. Ja, dadurch kann man sich halt dann auch ganz gut verlaufen, aber zu oft machen wir das ja sowieso nicht. Ach, hier haben wir einen neuen Gegner, oder? Haben wir ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Da haben wir eine Truhe, wo sich eine Schnecke drin verbirgt und die ist natürlich auch ein Wassergegner, ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Ja, sie ist eingefroren. Damit, ja, darauf habe ich eigentlich schon gehofft, dass das passiert. Jetzt können wir nämlich richtig schön, richtig entspannt drauf, ja, draufhauen mit unserer Wassersäule. Einmal heilen und zack, fertig. Ja, da sagt uns sogar der Stein hier, der Pfeil. Da sollen wir wieder längs. Ich gehe aber erstmal wieder den anderen Weg. Oh, der ist jetzt schon hier etwas länger. Da haben wir einen Spirit. Das ist zum Beispiel schon mal, was ich richtig geil finde. Damit können wir doch schon mal viel anfangen. So ein extra Level up, das ist doch schon mal was richtig Gutes. Ich gehe mal kurz auf Distanz. Und versuche den wieder einzufrieren mit meinem Eismesser. Weil, ja, wenn er halt nicht agieren kann, hat schon so seine Vorteile. Zack, ja, perfekt. Dann, ja, cool, jetzt komme ich nicht ran. Klasse. Gut, dann mache ich einmal eine Heilung, dann muss ich das nicht nach dem Kampf machen. So, jetzt gibt's aber auf die Nuss, mein Kollege. 46 machen wir dann nur mit dem Stabschlag. Also wirklich überragend viel ist es jetzt natürlich nicht. Aber im Vergleich zum Beispiel zum Feuer- oder Luftelement machen wir dann natürlich viel mehr Schaden mit, weil die haben wir, ja, die sind halt so, als wären wir jetzt noch ganz am Anfang. Halt auf Stufe 1. Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut geregelt so, weil dadurch ist man wirklich gezwungen, sich auch auf ein Element, beziehungsweise halt in unserem Fall auch zwei, so richtig zu konzentrieren. Und die anderen fuschen einen dann auch nicht in den Weg. Ich hatte ja schon einmal jetzt gesagt, dann gibt es zu viele Fähigkeiten, dann würde man halt auch zu stark durcheinander kommen. Und so finde ich, ist das schon mal ganz gut. Dann hat man jetzt seine geregelten Fähigkeiten. Ja, ich glaube, dass ich jetzt doch schon mal ein paar Kämpfen entgehen werde, weil es ist jetzt am Ende irgendwie mir doch hier etwas zu viel. Und irgendwie verändert sich die Kulisse hier auch nicht wirklich, ne? Also irgendwie ist es hier immer dasselbe jetzt. So, wartet mal. Ich würde gerne escapen. Genau. Und das verfehlt natürlich auch. Warum nicht? Klar. So, hier können wir uns nochmal heilen. Und dann sind wir jetzt trotzdem den Kampf geflohen. Das ist zum Beispiel auch ein ganz cooler Trick. Okay. Hier haben wir wohl nicht viel. Hier ist eine kleine Säule in der Mitte, wo sich ein Spirit hinter verbirgt. Okay. Und hier sind wir wieder auf dem richtigen Pfad. Hier haben wir wieder Steinchen. Die sagen, dass wir hier genau längs gehen müssen. Tja, und wenn ihr jetzt dachtet, dass das schon die Höhle sei, jetzt haben wir vielleicht irgendwie gerade mal allerhöchstens die Hälfte geschafft. Nee, ich glaube noch nicht mal. Nee. Egal. Wie gesagt, die Höhle ist sehr groß, aber jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal was Neues. Das sieht doch schon mal wesentlich interessanter aus, hier mit diesen geschlängelten Wegen. Und sehen von an der Seite den Abgrund. Okay, das war schon. Wieder die alte Kulisse. Hey, geil. Gut. Müssen wir durch. Kann man jetzt halt nicht ändern. Ich finde auch, dass diese Stelle hier nicht gerade jetzt das Highlight des Spiels ist. Aber am Anfang ist es halt ganz cool, weil es mal was Neues ist. Aber mir persönlich ist die Höhle zu lang. Weil ihr seht ja, wir laufen hier jetzt schon den ganzen Part rum. Die ganze Zeit und haben jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Kämpfe gemacht oder so.
den Rest sind wir schon geflohen, aber momentan gibt es keine. Ich glaube, dass es hier in diesem schmalen Gang auch überhaupt regulär gar keine gibt. Hier muss man einfach die ganze Zeit nur durchlaufen. Aber was halt auch fies ist an dem Spiel hier, dass es an der Stelle zum Beispiel auch keinen Speicherpunkt gibt. Dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Spiel nur kurz mal so spielen will, das geht eigentlich gar nicht, wenn man sich hier die große Höhle vornehmen will. Also da muss man schon, denke ich mal, mindestens eine Stunde einrechnen. Besonders auch, wenn man danach sich nochmal umhören will, nochmal nach einem Speicherpunkt suchen, dann, da ist dann am Ende dann bestimmt eine Stunde umgegangen. Auch wenn man sich hier auch in der Höhle etwas genauer umschauen möchte, so wie wir das ja jetzt gerade machen. Wir haben ja jetzt schon bisher drei Spirits gefunden und eine Truhe. Ich meine, das ist ja schon mal was. Das hat auf jeden Fall schon mal so seine Vorteile, wenn man das alles findet und einsammelt. So, dich müssen wir jetzt irgendwie mit unseren Wassersäulen bezwingen. Ja, zwei Stück reichen auch schon aus. Ist da auch schon mal ganz geil. So, zweimal heilen, das sollte auch reichen. Jetzt müssen wir regulär nach rechts. Wir gehen natürlich erstmal wieder den falschen Weg. Vielleicht ist hier wieder irgendwas. Vielleicht wieder der noch ein Spirit oder eine Truhe oder sonst irgendwas. Na okay, kann ja eigentlich nur dieses beide sein. Oh, zwei Truhen. Geil. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Dann öffnen wir die beiden nochmal. Da haben wir einmal einen Heiltrank. Und hier haben wir einmal einen Tautropfen. Ja, wie gesagt, dann sind wir ganz gut gerüstet. Haben für jeden Notfall ein Item dabei, was uns irgendwie vielleicht noch aus der Patsche helfen kann. Ja, mach deine Wassersäule und gib dich zufrieden. Escape. Jawohl. Ja, wenn man halt, wenn ich jetzt hier jeden Kampf kämpfen würde, dann würde sich das, glaube ich, alles zu stark in die Länge ziehen und dann wird das auch irgendwann langweilig. Ich muss ja auch sagen, dass es für mich hier etwas langweiliger ist, sag ich jetzt mal, als so manche andere Stelle. Ja, irgendwie habe ich jetzt auch gerade gar nicht mehr so wirklich die Lust, halt immer gegen die Gegner hier zu kämpfen. Naja, hier mache ich mal eine Ausnahme. Wie gesagt, man kann ja gegen ein paar kämpfen, gegen ein paar kann man dann wieder auslassen. Kann man so machen, wie man lustig ist. Hauptsache, dass wir halt nebenbei immer das Erdelement ein bisschen skillen. Aber das finde ich halt auch sehr gut geregelt mit den Spirits. Vom Prinzip her, denke ich mal, wenn man ein recht guter Spieler ist, das Spiel richtig gut kennt und weiß, wo man reinskillen muss, dann kann man auch dieses Spiel schon fast so durchspielen, dass man eigentlich jedem Kampf so entgeht. Weil man findet ja unterwegs immer Spirits, womit man sein Element aufbessern kann. Und wenn einem diese Punkte reichen, um die Bosse alle zu besiegen und durchzukommen, ja, es hat doch dann auch schon mal so seine Vorteile. Dann könnte man so einen kleinen Speedrun von dem Spiel machen. Geht natürlich dann nicht ganz so gut wie in anderen Spielen, aber es ist halt in Rollenspielen so. Da dauert das halt immer so seine Zeit, besonders in den Spielen, wo man leveln muss. Da muss es dann halt, ja, so eine Option geben, wo man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann, wo man das dann halt auf total niedrig machen kann, damit man halt, wie gesagt, durchlaufen kann oder sowas. Naja, das ist aber auch alles hier nebensächlich, nur durchlaufen wollen wir jetzt auch nicht. Zwischendurch wollen wir auch ein paar Gegner kaputt brezeln, beziehungsweise wenn es hier immer manchmal nur so eine Truhe ist hier, dann finde ich, ist das recht angenehm noch. Ja, cool. Der hat natürlich wieder nicht getroffen. Klasse. War ja logisch. Bats. Naja, gut. Ich sehe auch schon, dass die Zeit jetzt so langsam wieder drängt, den Part zu beenden. Aber ja, man könnte schon sagen, dass wir trotzdem, auch wenn man es jetzt nicht wirklich erkennen kann, wir haben in dem Part hier trotzdem was geschafft. Wir haben jetzt einige Sachen gefunden und sind doch schon recht gut vorangekommen. Dafür, dass die Höhle so riesig ist, kann man schon sagen, war alles so in Ordnung. So, dann einmal hier an der Stelle auch nochmal heilen. So, ich schau nochmal, ich warte eigentlich nur noch auf die eine Stelle jetzt nur noch, dass man hier nochmal einen kleinen Gebietwechsel hat. Dass ich jetzt nicht hier an der Stelle den Part beenden muss. Ja, ein kleines Stück kann ich ja nochmal laufen. Ich glaube, da geht es jetzt entlang, ne? Keine Ahnung. Na, sonst besiege ich den Gegner hier noch und danach mache ich dann erstmal Schluss.
So, komm mal her, Kollege. Ich weiß, du willst es doch auch. Du willst doch auch nochmal hier so eine schöne Wassersäule von unten spüren. Bats! Jupp, du bist auch K.O. Ja, wie gesagt, da fällt mir auch nochmal was ein. Und mir fällt auch auf, dass ich zu oft wie gesagt sage. Das fällt euch bestimmt auch irgendwie auf. Und zwar, wenn man jetzt den ganzen Kämpfen immer nur entgeht, dann leiden ja sozusagen die TP und MP auch darunter, weil die verbessern sich dann ja nicht. Wenn man keinen Schaden einsteckt, dann erhöhen sich die Trefferpunkte nicht. Und wenn man keine Magie einsetzt, dann erhöhen sich auch die Magiepunkte nicht. Also es ist wirklich, das ist echt der Hardcore-Modus, sag ich mal, wenn man jetzt nur durchlaufen will, wenn man auf jegliche Kämpfe verzichten möchte. So, dann heile ich mich jetzt nochmal, escape nochmal diesen Kampf hier und dann, ja, dann werde ich auch das tun, was ich, schon vor ein paar Minuten gesagt habe. Weil sonst überziehe ich, wieder zu stark und das gefällt ja manchen auch nicht. So, ja, leider konnte ich jetzt, zu der anderen Stelle nicht mehr kommen. Ist aber nicht schlimm, ich denke, die ist nicht mehr weit entfernt. Die Höhle wird aber, denke ich mal, den nächsten Part auch nochmal komplett in Anspruch nehmen. Also, wie gesagt, die, ja, seht ihr das schon wieder? Ich muss es irgendwie abgewöhnen, ich merke schon. Ja, die Höhle ist einfach viel zu groß, also, da müssen wir irgendwie durchkommen. Das ist einfach eine Stelle im Spiel, die halt so ein bisschen langweiliger ist, sag ich mal. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und falls euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Holy Magic Century. Bis dann, Leute. Ciao.